Letztes Mal hatte ich Ihnen was erzählt zum Cognitive Walkthrough. Eine Art, wie man Bedieninterfaces, Bedienschnittstellen untersuchen kann. Das ist ja ein Verfahren, bei dem Experten oder mehr oder minder Experten wie wir sich ein Interface angucken und untersuchen, ohne tatsächlich Leute zu befragen, ohne jemanden davor zu setzen und Experimente zu machen. Ich will jetzt mal ein ganz anderes Verfahren vorführen, Eye-Tracking. Was heißt vorführen, zeigen, und wir simulieren das dann in Python. Ein bisschen was zum selber bauen, eine Billigversion von Eye-Tracking. Eine ganz andere Geschichte, bei dem ich wirklich ausdrücklich einem Benutzer zugucke. Wo guckt der Benutzer gerade hin? Wie lange, welche Sachen bleiben unbeobachtet auf der Seite? Ein ganz anderer Ansatz, und nachher will ich dann noch mal ein bisschen zusammenfassen, was es gibt insgesamt an solchen Verfahren für Usability-Studien zwischen solchen analytischen Verfahren und solchen empirischen Verfahren, die dann Versuche benutzen. Also der Gedanke ist, zuzugucken, dem Benutzer, der Benutzerin zuzugucken dabei, wie sie oder er auf der Seite oder irgendeiner anderen Oberfläche, kann ja auch ein Interface einer Maschine sein, wie er auf der Webseite oder anderswo unterwegs ist, mit den Augen. Und das Einfachste ist eben, dass man einfach nur markiert, nachher zur Auswertung, dass man dann nur markiert, wo die Benutzerin, der Benutzer gerade ist, im Bild. Das dann als statische Version, vielleicht sogar in der Größe hier angezeigt, da waren wir ganz lange, da waren wir kürzer, dann waren wir auch ein bisschen länger und so weiter. Das ist die eine Fassung. Und die andere Fassung ist die Heatmap, dass man diese Daten von ganz vielen Benutzerinnen und Benutzern sammelt und dann eben sagt, durch Färbung, okay, da waren viele Leute mit ihren Augen unterwegs, da auch, hier ein paar weniger, da ein paar weniger. Und ansonsten der Rest der Seite oder der Oberfläche, was auch immer, ist eben seltener betrachtet worden. Das ist das, wie das typischerweise dann kondensiert wird, wenn man viele solche Experimente macht, dass man dann markiert, farblich markiert, dieses Logo, diese Werbung ist häufiger gesehen worden, dieser Link ist häufiger gesehen worden und so weiter. Das ist natürlich eine aufwendige Geschichte, eine technisch aufwendige Geschichte. Hier beim Cognitive Walkthrough setzen Sie eine Expertin davor und haben dann nach einer halben Stunde ein Resultat, hoffentlich. Und hier setzen Sie 20 Leute davor mit einer sehr aufwendigen Technik und haben dann vielleicht nach 2 Wochen ein Resultat. Das muss sich also schon lohnen, wenn man das macht. Von der Technik her, beim EKG, da kennen Sie das, da greift man die Signale ab, die den Herzmuskel steuern. Und genauso kann man Elektroden um das Auge platzieren und daraus dann zurückrechnen, wohin das Auge geblickt hat. Das ist natürlich alles eklig, wenn man was ins Gesicht kleben muss und weil es vor allen Dingen auch sehr ungenau ist, das mal zurückzurechnen. Man kann mit Bildverarbeitung dran, wenn man eine hochauflösende Kamera hat und im sichtbaren Bereich einfach versucht herauszufinden, wo die Pupille ist, wo das Auge insgesamt liegt, das in Relation zueinander setzt und dann Geometrie macht. So kann man es machen. Das, was üblicherweise passiert, ist, dass man, muss ich von der Seite malen, wenn sich das Auge vorstellt, so hier ist irgendwo die Haut, das Augenlid. Das, was man üblicherweise macht, ist, dass man eine starke Infrarotlichtquelle hat. Am einfachsten so ein Ring an Infrarotleuchtdioden um eine Kamera herum. Um das Objektiv an der Kamera herum, hier eine Kamera von der Seite gesehen, ein Ring an Infrarotleuchtdioden, hier ist die Kamera. Die Kamera, das haben Sie gerade gesehen, kann fest installiert sein, sie ist dann bei richtig genauen Systemen, ist die Kamera am Kopf befestigt, wie so ein Mikrofon, also im Kopfbügel. Und was man dann sieht in der Kamera, ist einmal ein direkter Reflex, Infrarotreflex. Das habe ich jetzt geschickt veranstaltet. Ich müsste die Pupille etwas anders zeichnen, dass man das besser sehen kann, wenn die Pupille da ist. Man sieht in der Kamera einmal einen direkten Reflex. Wo wäre der? Ne, da unten wäre der. So. Oder vielleicht noch ein bisschen tiefer. Wo man senkrecht auf die
auf das Auge, auf die Hornhaut, soll ich sagen, wenn man hier senkrecht auf die Hornhaut guckt, da sieht man in der Kamera einen dicken Reflex von dem Infrarotlicht hier. Das geht direkt wieder zurück. Und was man dann als zweiten Punkt in der Kamera sieht, ist das, was Sie auf Fotos kennen, die roten Augen, der rote Augeneffekt. Man schießt mit dem Infrarotlicht durch die geöffnete Pupille hindurch und sieht die Netzhaut. Man hat zwei Punkte auf dem Bild. Einmal diese Reflexion hier auf der Hornhaut und man sieht einen zweiten Punkt, nämlich die Netzhaut durch die geöffnete Pupille, durch die Iris hindurch. Und die beiden Punkte setzt man ins Verhältnis geometrisch und kann damit zurückrechnen, wie denn die Pupille gestanden hat im Verhältnis zum Auge. Das ist das, was man üblicherweise sieht. Also was dann als Versuchsaufbau quasi installiert ist in solchen Usability Labs, sind solche Eye-Tracker typischerweise. Da sehen Sie einen Bildschirm und dann zum Beispiel unter dem Bildschirm zum Beispiel dann zwei solche Kameras mit Leuchtdiodenringen drumherum. Und dahinter hängt dann eine mehr oder minder intelligente Bildverarbeitung, um festzustellen, wo denn gerade hingeguckt wird. Das ist alles aufwendig zu machen, teure Technik und natürlich extrem störungsgefährdet, da die Bildverarbeitung, allein die Beleuchtung richtig hinzukriegen, dass die unter allen Umständen funktioniert, das ist alles ganz schön fürchterlich zu machen. Deshalb haben sich ein paar Leute was Einfacheres ausgedacht und das wollte ich mit Ihnen heute mal ein bisschen nachprogrammieren. Dann haben wir eine schöne Übung zu Python noch und auch zu Bedienschnittstellen in Python, alles auf einmal. Es gibt einmal von Christian Scheier und Kollegen et al. Von da gibt es eine Arbeit oder ein Verfahren, das nennt sich Attention Tracking. Der Gedanke ist, wenn ich auf den Bildschirm gucke, verfolge ich einfach mit der Maus das, wo ich hingucke und da, wo ich länger hingucke, klicke ich. Da gucke ich länger hin, dann klicke ich da einmal mit der Maus und dann gucke ich da länger hin, dann klicke ich da einmal mit der Maus und dann gucke ich da hin, dann klicke ich da einmal mit der Maus. Ich führe einfach die Maus meinem Blick hinterher. Wenn ich dahin gucke, hier auf das C, gehe ich mit der Maus dahin, klicke einmal, dann gucke ich vielleicht dahin, klicke da einmal. Ein ganz billiges Verfahren, Sie brauchen keine Bilderkennung und keine Infrarotleuchtdioden und was auch immer. Man nimmt die ganz normale Maus und verfolgt die ganz normale Maus. Sowas Ähnliches will ich gleich mit Ihnen mal basteln in Python. Das Verfahren gibt es noch eine Nummer besser gemacht oder raffinierter gemacht im Zusammenhang mit HTML. Das ist von Carsten Ulrich und Kollegen et al. Und nennt sich dann Poor Man's Eye Tracker. Poor Man's Eye Tracker, der Eye Tracker des armen Menschen. Der Gedanke etwas verfeinert, nämlich so, dass man, wenn man auf einer Webseite ist, mit diversen Abteilungen, dass man erst nur Überschriften sieht von diesen verschiedenen Abteilungen und der Rest ausgegraut ist oder komplett fehlt, auf jeden Fall unsichtbar gemacht ist. Man sieht nur das Grobe und der Rest ist unsichtbar gemacht. Und dann soll man auf die Abteilungen klicken. Man sagt, oh, das sieht spannend aus, dann soll man hier hinklicken und dann wird der Rest eingeblendet, dass man lesen kann. Und so weiter. So arbeitet man sich dann durch die Webseite durch. Die wird nach und nach sichtbar und ich habe damit dann auch gleichzeitig festgestellt, was die Leute interessant finden, in welcher Reihenfolge die da durchgehen und was sie sich gar nicht angucken, wo sie dann auch nichts sichtbar machen wollen von den Details. Das ist natürlich eine nette Geschichte für HTML. Sie können sich irgendeine Webseite nehmen und die nachträglich mit solchen Funktionen ausstatten. Also man könnte sich auch die Spiegel-Webseite oder die Fachhochschul-Webseite nehmen und das dann nachträglich einbauen in die Webseite. Das ist das Schöne. Mit einem normalen Programm könnte man sowas auch versuchen, aber es ist schwieriger. Also wenn Sie jetzt sagen, oh, das möchte ich auch mit Microsoft Word machen, haben Sie was zu tun. Bei einer normalen Webseite können Sie das tatsächlich hinkriegen. Das könnte man sogar als Bookmarklet, wie es so schön heißt, einbauen in einen Browser, dass das auf Anhieb mit einer beliebigen Seite geht. Eine schöne Übung, was man mal machen müsste, wäre folgendes, um das ein bisschen realistischer zu machen. Ich hatte was erwähnt von WebGL letzte Woche. WebGL
OpenGL fürs Internet, OpenGL in JavaScript, das im Browser 3D-Programmierung möglich ist. Und wenn man das richtig macht, könnte man Folgendes machen. Das wäre ein nettes Projekt, wenn es jemand machen will. Wenn man das macht, könnte man Folgendes machen, dass um die Maus herum alles zunehmend unschärfer wird. Mit 3D-Programmierung kriegen Sie das hin in Echtzeit. Das ist mehr und mehr verwischt um die Maus herum. Dann hat man diesen Effekt hier von dem Poor Man's Eye Tracker noch ein bisschen weiter getrieben. Dann würde ich jetzt mit der Maus meinen Blick verfolgen. Sonst würde ich auch gar nicht sehen. Deshalb wäre ich gezwungen, mit der Maus den Blick zu verfolgen, weil ich nicht sehe. Alles verschwimmt außerhalb. Alles ist weich gezeichnet, zunehmend weich gezeichnet. Und würde einfach dann mitschreiben, wo die Maus gerade hingeht. Das wäre ein kleines Projektchen. Müsste jemand mal endlich schreiben. Vielleicht gibt es das irgendwo schon im Internet. Ich habe es nicht gefunden bisher. Was ich mit Ihnen jetzt bauen wollen würde, ist etwas, was mehr in diese Richtung geht. Man nimmt sich Python. In Python bettet man eine Webseite ein. Das geht mit einem Mausklick. Und dann zeichnet man auf, wo der Benutzer mit der Maus gerade hinzeigt. Und wenn man fertig ist, zeigt man das Ganze als dicken Pfad an. Und auch das müsste schon hilfreich sein, um erste Studien zu machen. Das würde ich jetzt mit Ihnen probieren wollen. Erstmal die Oberfläche ganz naiv zusammenklicken, hier in dem Qt Designer. Ich hätte gern ein Main Window, das Hauptfenster eines Programms, kein Dialogbox, sondern das Hauptfenster eines Programms, neu von Vorlage. Und jetzt gibt es netterweise vorgefertigt, wenn man weit genug runter scrollt, ich mache mal hier die Filter, Web. Es gibt netterweise dieses hier, den QWebView. Das ist ein fertiger Webbrowser, den Sie in Ihren eigenen Programmen verwenden können. Ich sollte ihn auf irgendeine sinnvolle Webseite lenken. About Blank ist nicht so gut. Wir nehmen meine eigene, http://www.j3l7h.de. Na, da müsste tippen können. So. Da ist meine Webseite in diesem Programmchen. Also es gibt Komponenten, die sind haarsträubend komplex. Sie haben Komponenten wie den Radio-Button und die Checkbox, die ziemlich banal sind, wenn auch wichtig. Und dann haben Sie extrem komplizierte Geschichten. Ein Quellcode-Editor oder den WebView hier eben, Videoplayer, die sich auch ganz ähnlich verhalten, nur viel mehr können. Ich möchte jetzt aufzeichnen, was in diesem Webbrowser passiert. Und ich sollte ihn vielleicht mal ein bisschen breiter machen hier, dass wir auch zumindest grob alles sehen, was wir sehen wollen. So, in der Form. Was sollte ich jetzt sonst noch an Bedienelementen haben? Ich brauche den Webbrowser, in dem ich nachher zugucken will, was passiert. Was brauche ich sonst noch sinnvollerweise an Bedienelementen? Jupp, wir brauchen einen Layer darüber, um Sachen nachher darzustellen. Ich klicke in den Webbrowser. Das muss also an dieses Unterfenster sozusagen gehen. Aber ich möchte nachher Sachen darstellen. Und das Einfachste habe ich gelernt nach 5 Minuten googeln. Das Einfachste ist, man nimmt ein Label und zweckentfremdet es. Wenn ich gerade das Label finde, egal, ich gebe es im Filter ein Label. So, ich nehme ein Label. Und das wird gleich einfach zweckentfremdet, das Label. Ich werde in das Label was reinmalen. Nicht sauber, aber es funktioniert. Und das Label platziere ich tatsächlich 100% auf dem Webbrowser. Ich werde natürlich gleich das Label abschalten müssen, solange ich im Webbrowser arbeiten will. Und dann muss ich das Label wieder anschalten. Und in diesem Label soll dann nicht Textlabel stehen, sondern es soll nachher tatsächlich so eine Art Heatmap draufgemalt werden. Wo war ich mit der Maus? Das soll alles in dem Textlabel nachher erscheinen. Ich muss also umschalten zwischen Textlabel sichtbar mit dem Pfad der Maus und hoffentlich dem Pfad des Auges dann auch. Der Benutzer soll mit der Maus dem Auge folgen. Das ist die Anweisung dann.
umschalten können zwischen dem Modus, wo ich den Pfad sehe, und dem Modus, in dem der Browser nackt zu sehen ist und in dem ich da vielleicht sogar klicken kann im Browser. Was bräuchte ich also sonst noch an Elementen hier? Da, zwei Radio-Buttons oder eine Checkbox. Zwei Radio-Buttons, ein Radio-Button, das Interface ist aktiv, zeichnet auf. Der zweite Radio-Button wäre, zeige das Ergebnis an. Oder eine Checkbox, die einfach nur sagt, zeige das Ergebnis an. Ich würde aktuell zu der Checkbox neigen. Die soll dann umschalten zwischen Eingabe und Ergebnis anzeigen. Mal sehen, dass wir sie auch benennen können. Müssen wir doch ein bisschen größer machen hier. Genau, Text soll dann also nicht Checkbox sein, sondern zeige Spur, schreibe ich mal. Das ist meine Checkbox. Ich würde jetzt obendrein zu Testzwecken noch ein Label reinsetzen, dass man Testausgaben machen kann, um zu sehen, ob man da so grob auf der richtigen Spur ist. Das ist ja schon ein bisschen gewagt, was das alles werden soll. Das kann man gleich einfach in dieses Label, wie heißt es, Label 2, Label unterstrich 2, in das Label einfach noch ein paar Testausgaben reinsetzen, um zu gucken, ob man da auf dem richtigen Dampfer ist, bevor das schon ganz fertig ist. Und das Ganze speichern in das Verzeichnis, in dem auch die Python-Datei gleich liegen wird. Anteil ist vielleicht kein schöner Name, ich nenne das einfach mal Tracker UI. Und das war es dann ja schon an der Stelle. Das müsste eigentlich jetzt alles an Arbeit gewesen sein im Qt Designer. Das ist immer wieder für mich erschreckend, wie schnell das geht. Und dann geht es jetzt hier weiter. Jetzt wird gecodet. Jetzt will ich dafür sorgen, dass das Ding auch wirklich was tut. Ich werde das mal so ein paar Imports hinschreiben. Die hatten wir vorher auch schon, die Standardfunktionen. Sys, um die üblichen Funktionen, die üblichen Verdächtigen zu haben. Time brauchen wir höchstwahrscheinlich gleich auch, um Zeit zu nehmen. Und dann haben Sie letztes Mal schon gesehen, PyQt, da muss ich auch ein bisschen dabei haben. PyQt nehme ich von dem Qt Core, importiere ich einfach alles. Und genauso von PyQt for die Qt GUI. Na, alles, nicht plus. Und der letzte im Bunde wäre der User Interface Compiler. PyQt for UIC. Das wäre unser eben gebautes Interface auch live kompilieren können. Man meckert hier ganz viel sicherlich, das nicht benutzt ist. Egal, wir benutzen es ja gleich noch. So, das ist der Vorspann. Und jetzt würde ich schon mal damit anfangen, was heißt damit anfangen? Jetzt kommt einfach dreist mal das Hauptprogramm. Wie vor 2 Wochen baue ich eine Application, die Q-Application, das ist das große Ganze, was alles dann steuert, die Q-Application, und übergebe der, was auf der Kommandozeile gewesen ist. Das ist Argument-Vektor, die Kommandozeile, argv, um das anzustarten. Und damit es schön ist, sollte man vielleicht hier unten auch sofort schreiben, wir führen diese Anwendung aus. App heißt sie ja, die Variable, in der diese Anwendung steht, heißt App jetzt, wir führen sie aus, exec, wenn Sie sich erinnern, exec hier mit Unterstrich. Exec ohne Unterstrich ist eine eingebaute Funktion von Python ärgerlicherweise, deshalb muss man hier exec mit Unterstrich machen, um zu sagen, das ist was anderes. Nämlich die Funktion, die Methode sollte ich sagen, die wirklich diese Anwendung ausführt. Also wir sind 99% der Zeit in dieser Methode, das Fenster läuft und wartet auf Ereignisse. Das ist alles da drinnen, in diesem einen Aufruf. Und wenn ich das Programm beende, endet dieser Aufruf. Was ich bisher nicht gemacht habe, was aber hübscher ist, man könnte jetzt noch Folgendes dazu schreiben, sysExit in dieser Form, dass es auch richtig offiziell beendet wird, das Programm. Diese exec-Funktion liefert zurück, ob wir fehlerfrei durchgekommen sind durch das Programm.
Wenn wir fehlerfrei durchgekommen sind, kommt da eine 0 raus. Die stecke ich in Exit rein. SysExit beendet offiziell das Programm und übergibt das, was da hinten steht, ans System. So sollte das offiziell aussehen. So sah es bisher nicht aus. Ist ein bisschen professioneller, das dann so zu schreiben. Die wichtigste Botschaft ist, das Programm ist fast immer in dieser Funktion. Wir bauen uns alles Mögliche zusammen, stellen alles ein, dass alle Funktionen wissen, wann sie aufgerufen werden, auf welche Ereignisse hin, Signals hin, heißt es ja in diesem Spiel hier bei Qt, auf welche Signals hin. Und hier wartet unser Programm auf Eingaben, auf Aktionen die ganze Zeit, die Ereignisschleife, Event Loop. Und wenn dann jemand verlassen klickt, das Programm beenden klickt, endet diese Funktion. Und wir sagen dem System, okay, das Programm bitte beenden, SysExit. Bisher wäre es einfach unten rausgelaufen, das Programm. Wenn Sie keinen SysExit schreiben, dann läuft das Programm eben einfach unten raus. Python kann dann im Prinzip immer noch alles auf alles zugreifen. Es ist ja ein Interpreter. Man kann dann danach immer noch sagen, ach, guck mal folgende Variablen an. Das ist nicht wirklich komplett beendet. Ich sollte natürlich noch mein Fenster laden. Das hatte ich, glaube ich, letzten Male dann in einer Variable namens W abgespeichert. Ich sollte das Fenster noch laden. Load User Interface mit einem großen U und kleinen I. Und der hieß Tracker.ui. Das sollte ich laden, das Ding. Wenn ich es nur lade, wird es noch nicht erscheinen. Sehen wir mal gerade. Okay, man muss es auch anzeigen lassen. W Show. Und hier haben wir unseren Browser. Er lebt nicht. Warum lebt er nicht? Warum können Sie nicht klicken? Genau, Sie können jetzt nicht klicken, weil da das Label drüber ist. Hier steht Zeige Spur. Es ist nicht angehakt. Das heißt, ich sollte zu Beginn dieses Label ausschalten, dass es nicht wirkt. Und das Einfachste, wie ich das mache, wäre folgendes. Ich sage, von diesem Fenster gib mir das Label. Das hieß, glaube ich, dann einfach nur Label. Und verberge das. So müsste es jetzt funktionieren. Wunderbar, Sie sehen, mit Mouseover passiert jetzt tatsächlich was. Jetzt haben wir einen lebendigen Browser in unserem eigenen Programm. Das nächste wäre hier jetzt diese Checkbox, Zeigespur, in Aktion zu bringen. Genau sowas. On Click oder Is Changed, irgend sowas. Wir spicken mal gerade, wie das auf diesem System heißt. Man kann ja hier sich die Signals und Slots zur Verdrahtung schon mal anzeigen lassen. Was hat der eigentlich? Ich tue mal so, ob ich es verdrahten würde. So, klickt heißt es also. Klickt, 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 toggelt. Ich muss gestehen, ich habe gestern Abend in der Dokumentation nachgeguckt, deshalb weiß ich es jetzt. Klickt heißt, es ist wirklich mit der Maus draufgeklickt worden. Und toggelt heißt, der Zustand hat sich geändert, egal wie. Ich kann den Zustand ja auch per Programm ändern. Also toggle wird auch aufgerufen, wenn sich der Zustand geändert hat, weil das Programm selbst da den Knopf gesetzt hat. Und klickt wird nur dann aufgerufen, wenn Sie mit der Maus geklickt haben. Sicherer wäre also, ja, toggled ist das sichere. Mit toggled kriege ich jede Änderung mit. Ich möchte, dass der Zustand von der Checkbox genau synchron ist, immer ohne Wenn und Aber, zu dem Zustand des Labels. Das Label soll was anzeigen, wenn die Checkbox abgehakt ist. Egal wie, und vielleicht komme ich später auf den Gedanken, dass ich diese Checkbox per Programm setze, dann habe ich ein kleines Problem, wenn ich das Clicked-Event genommen habe, das Clicked-Signal genommen habe, ich sollte Toggled nehmen. So sieht das also aus. Das war jetzt nur zum Spicken, wie gesagt, um gerade zu gucken, was der alle kann. Mal zurück hierhin. Ich muss jetzt also, der Checkbox muss ich mitgeben, dass die verdrahtet sein soll. Sagen wir mal so, ich gehe über das gesamte Fenster, und dann gibt es da, in diesem System heißt es eben so, da gibt es eine Methode, die heißt Connect, und der sage ich jetzt, was wie verdrahtet werden soll. Das hatten wir irgendwie schon was mit Text Edited, hatten wir das bei dem Experiment mit dem Thermometer, da gab es was von wegen Text Edited als Ereignis und war was verdrahtet worden. Hier möchte ich jetzt verdrahten von der Checkbox, möchte ich verdrahten, und das Signal, anderswo Event, das Signal, was ich verdrahten will, haben Sie eben gerade gesehen, ist toggled. Der Aufruf nimmt einen Ja-Nein-Wert, aber ich werde ja aufgerufen jetzt in meinem Programm. Ich kriege einen Ja-Nein-Wert, und das ist einfach
Ist das Ding nun an oder nicht? Was ist der Zustand der Checkbox? Ich muss also gar nicht mehr nach dem aktuellen Zustand der Checkbox fragen. Ich kriege es direkt mitgeliefert beim Aufruf. Das ist mir noch nicht ganz fertig. Welche Informationen würde jetzt fehlen? Genau. Nicht toggled, zu viel gegoogelt, nicht toggled, sondern toggled, aber dafür ein G mehr, so, toggled. Und jetzt fehlt noch eine Information, das müssten Sie dem Ding logischerweise noch sagen. Sie verdrahten typischerweise mit Funktionsaufrufen, dass ich hier sowas habe wie Show Diagramm oder keine Ahnung, nennen wir es mal so, Show Diagramm, dass ich einen Funktionsaufruf habe. Wenn dieses Signal ausgelöst wird von der Checkbox, soll diese Funktion aufgerufen werden. Das ist, was man typischerweise hat. Events führen dazu, dass Funktionen aufgerufen werden. Diese Funktion soll aufgerufen werden. In den üblichen Systemen habe ich nicht die Möglichkeit, irgendwie direkt eine Variable zu verändern. Ich hätte in diesem System hier, bei Qt, hätte ich tatsächlich die Möglichkeit, direkt das Ding sichtbar zu machen. In diesem Modus hier, wenn Sie in den Modus gehen, könnte ich es tatsächlich direkt einstellen, aber das ist eine Besonderheit von Qt, das will ich deshalb gar nicht so in der Tiefe vorführen. Normalerweise auf den üblichen Systemen müsste man hier eine Funktion angeben und die Funktion tut dann, was getan werden soll. So funktionieren Ereignisse üblicherweise. Ich sage, wer hier die Checkbox, löst welches Ereignis aus und welche Funktion soll dann eigentlich aufgerufen werden? Hier jetzt ShowDiagram, die Funktion muss ich jetzt schreiben. Und ShowDiagram hat dann den Job, darauf zu reagieren, das zu tun, was es tun soll. Es soll das Label sichtbar machen. Ja, Sie sehen, das ist natürlich alles gut zugestrickt. Wo schreibt man jetzt diese Funktion hin? Wenn ich ganz hart drauf wäre, würde ich jetzt die Funktion hier direkt davor schreiben. Aber ich glaube, das sieht so fürchterlich aus, dass ich das lieber nicht tue. Ich schreibe es mal da oben dazwischen. Das versuchen Sie mal gerade selber. Kleine Fingerübung in Python. Schreiben Sie mal eine Funktion, die heißt ShowDiagram. Sie kriegt einen Ja-Nein-Wert. Und je nach Ja-Nein-Wert soll sie sagen WLabelHeight oder WLabelShow. Mal sehen. Okay. Also def, um zu sagen, jetzt kommt eine Funktion. Sie soll heißen ShowDiagram. Sie nimmt eine boolesche Variable hier. Und das ist die An-Aus-Information. Ich schreibe vielleicht mal als Variablenamen ist an. Sowas. Da kommt also gleich ein wahr oder falsch rein beim Aufruf, wenn das Ereignis ausgelöst wird. Doppelpunkt ist ja der Python-Stil dahinter. So, und jetzt eingerückt, was soll die Funktion tun, wenn dieser Wert hier wahr ist? Das ist nun Programmieren ganz unten. Wenn dieser Wert wahr ist, möchte ich WLabelShow machen. Sie sehen, es ist nochmal eingerückt. In C hätten Sie nach dem Anfang hier, nach dem Funktionskopf eine Schweifklammer und nach dem if eine Schweifklammer und hätten dann auch Einrückungen, wenn Sie es richtig machen. In Python haben Sie nicht die Schweifklammern, Sie haben Einrückungen und das auch zwangsweise. Wenn Sie da nicht einrücken, gibt es was auf die Finger vom System. Das ist also zwangsweise schön. Das ist der Teil und else, wenn das Ding nicht an ist, dann mache ich eben, was ich da unten gemacht habe, habe ich glaube ich noch eine Zwischenablage, hide. So, das ist die Funktion. Ich brauche auch keine Schweifklammer und kein end am Ende, weil, dass da die Einrückung nicht mehr da ist, sagt dem System, hier ist wohl die Funktion zu Ende, es wird nicht mehr eingerückt. Gut, bis dahin sollte das erstmal funktionieren. Offensichtlich ist das Label nicht da. Ich kann hier drüber gehen und das tut was. Und da ist unser Label und nichts geht mehr. Soweit, so gut. Der nächste Job ist ein bisschen schwieriger. Der nächste Job wird jetzt sein, aus diesem Browserfenster, was da eingebettet ist, aus diesem Browserfenster mitzukriegen, wo die Maus gerade ist. Maus Move heißt das auf dem üblichen System. Mausbewegungen, Ereignisse zur Mausbewegung. Die werden immer gefeuert, sobald sich die Maus bewegt. An dieser Stelle, sobald ich die Maus stehen lasse, solange ich die Maus stehen lasse, wird nicht gefeuert. Jedes Mal, wenn sich die Maus
Wenn das System mitkriegt, dass sich die Maus bewegt hat, wird so ein Ereignis gefeuert. Das heißt, wenn Sie die Maus ziehen, gibt es dann eben 10, 20, 30 von diesen Ereignissen und jetzt passiert wieder nichts. Dann würde bei dem Bewegen wieder was passieren, beim Bewegen passiert was und dann passiert wieder nichts, wenn die Maus steht und so weiter. So wird das aussehen und die will ich jetzt abfangen, diese Ereignisse. Das wird ja nun mal schwieriger. Und mein Hintergedanke für dieses Textlabel war, wir geben einfach mal aus in das Textlabel, wo wir gerade sind, um zu sehen, ob es funktioniert. Das ist jetzt raffinierter. Ich muss mitlauschen. Ich muss diesem WebView, der liegt da ja drunter, wo ist der? Da. Diesem WebView, dem muss ich jetzt unterjubeln, dass ich von ihm die Mausereignisse mithören will. Das ist ein bisschen raffiniert. Da muss ich auch erst googeln. Das ist jetzt nichts, was man auswendig lernt. Findet man irgendwo dann nach 2 Minuten googeln, wie sowas geht. Von der Technik her ist das aber höchst interessant. Das kann man sicherlich in anderen Systemen genauso machen von der Technik her. Hier bei Qt nennt sich das ein Filter, ein Eventfilter. Ich sage, von meinem ganzen Fenster gebe mir mal den WebView. Das war dieses eingebettete Browserfenster. Und da installiere einen Eventfilter. Sie können sich also alle Ereignisse, die dann in diesem Fenster passieren, erstmal vorbeireichen lassen, mitlauschen. Denken Sie an den Geheimdienst, der erstmal alles durch den eigenen Server laufen lässt. Genau dasselbe ist so ein Eventfilter. Sie können alles mitlauschen, was da an Ereignissen passiert. Das ist natürlich für User-Interface-Studien total klasse. Jede und für Geheimdienste und für Leute mit bösen Absichten, die Kreditkartennummern mitkriegen wollen, auch total klasse. Alles, was am Rechner passiert, Tastendrücke, Mausklicks, kriegen Sie dann an der Stelle mit, zumindest jetzt erstmal für dieses Fenster, und können dann sich überlegen, was Sie damit anfangen. Mich interessieren jetzt hier nur, ich bin ein freundlicher Mensch, mich interessiert nur, wo die Maus denn gerade so unterwegs ist. Das will ich an dieser Stelle einfach mitlauschen. Das ist hier das Eventfilter, was da installiert wird, der Name spricht für sich. Ich muss so einen Eventfilter bauen. Ich nenne den mal den Filter, das Filter, wie auch immer, MyTracker. Das wird gleich eine eigene Klasse werden, eine super kleine Klasse, keine Angst. Ich baue irgendwo eine Instanz von diesem Ding, die nenne ich die Variable, die die Instanz speichert, eine Referenz auf diese Instanz speichert, nenne ich MyTracker und die Klasse dazu Tracker. So würde das nachher aussehen. Ich schreibe gleich eine ganz kleine Klasse, die heißt Tracker. Dieses Ding hier erzeugt eine Instanz davon. In Java und in C-Sharp hätten Sie NewTracker geschrieben, in C++ teilweise NewTracker geschrieben. Hier steht es einfach so, erzeuge eine neue Instanz, packe die da rein, hier wird das Ding installiert. Es gibt noch eine Sache, die man anstellen muss. Das stellt man dann nach weiteren 5 Minuten googeln fest. Diese üblichen Mausereignisse werden nicht unbedingt erzeugt. Ich muss SetMouseTracking anmachen, dass der Mausereignisse auch dann erzeugt, wenn er glaubt, es hört keiner zu. Ohne das kriege ich diese Bewegungsereignisse an dieser Stelle nicht mit. SetMouseTracking true, damit ich diese Ereignisse mitkriege. Das sind alle Spezialitäten von diesem System, ist nicht so spannend. Dieser Gedanke ist spannend, dass man einen Filter installiert, durch den jetzt alles durchgeleitet wird. Unter Windows und anders war es auch gerne Hook, ein Haken, mit dem man sich da einhakt in das System. Und das System liefert alles erstmal gratis bei uns vor der Haustür ab und wir können dann entscheiden, wer denn dann was damit machen soll. So, dieser Tracker, da muss ich jetzt eine Klasse schreiben. Da schreiben wir mal eine Klasse davor. Class natürlich. Bei der Funktion schreiben Sie def. Vielleicht hätte man das auch Function nennen sollen, wie in JavaScript, aber es heißt in Python eben def, sei es so, und bei der Klasse steht Class. Sie soll heißen Tracker. Ich will es da ja aufrufen. So ein Tracker muss erben von dem grundsätzlichen, so ein Filter muss erben von dem grundsätzlichen Qt-Objekt. Qt-Object, das ist ja die Schreibweise, um in Python zu sagen Erbe. Das ist meine Mutterklasse und die Kindklasse, die ich jetzt erstelle, die heißt Tracker. Das ist natürlich wieder ein Doppelpunkt, wir sehen immer derselbe Kram. Was soll es werden? Wie heißt es?
In runden Klammern gebe ich noch ein paar Sachen an und dann kommt der Doppelpunkt und dann natürlich der Rest jetzt eingerückt. Und da sagt die Dokumentation, wir brauchen eine Methode, die heißt Eventfilter. Was also nachher passiert, ist folgendes: Das Framework ruft für jedes Ereignis, das auftritt, nachdem ich das hier gemacht habe, ruft das Framework für jedes Ereignis, das auftritt, diese Funktion Eventfilter auf von meinem Tracker. Das ist die Art, wie diese Ereignisse bei mir vor der Haustür abgeliefert werden. Irgendwer muss Bescheid sagen. So funktioniert das. Denken Sie an Ereignisse. Ereignisse sind dann eigentlich Funktionsaufrufe oder resultieren zumindest in Funktionsaufrufen. Wir hatten das hier. ShowDiagram wird aufgerufen, wenn sich der Zustand vom Knopf geändert hat. Eine Funktion wird aufgerufen. Hier ist es dann ähnlich. Eine Nummer weiter verstrickt, aber ähnlich. Ich gebe ein Objekt an, eine Instanz an mit dem Filter. Und was das System dann macht, jedes Ereignis wird an mich, an meinen Filter so übergeben, dass diese Funktion aufgerufen wird von dem Filter bei jedem Ereignis. Und was kriegt die mit? Sie kriegt mit, Self ist ja die schräge Art, wie man das in Python sagt, was die Instanz eigentlich ist. In den üblichen Programmiersprachen schreiben Sie Self nicht dazu. This schreiben Sie üblicherweise nicht dazu, ist hinter den Kulissen. Und wir kriegen mitgeteilt, wer denn eigentlich der Empfänger, na, Receiver, wenn wir es auch richtig schreiben, wer denn eigentlich der Empfänger gewesen wäre und was das Ereignis denn eigentlich ist. Ein Objekt, das alles Mögliche jetzt weiß über das Ereignis. Und wieder Doppelpunkt, weil das hier ist ja wieder eine Funktion, eine Methode, eine Funktion innerhalb einer Klasse. Und was sollte ich nun anschaulich tun, um jetzt irgendwas testweise zu sehen? Was sollte anschaulich passieren? Interessant. In diesem einen Label, es war glaube ich w.label, Label-2, in diesem einen Label, oh, wie hieß das? Z-Text dann wahrscheinlich, ne? In diesem einen Label doch mal sagen, was in dem Event drin ist. Verwandle in eine Zeichenkette, was in Event drin ist. Ich bin dann auch gespannt, was da drin steht. Also müssten wir jetzt bei jedem Ding, was wir machen, in unserem Label links oben erkennen können, was wir denn da machen. Wir müssen noch, das darf man jetzt nicht vergessen, irgendeinen Return-Wert geben. Mit Return False steht in der Dokumentation, bei dieser Funktion müssen wir Return-Wert geben, bei Return False steht in der Dokumentation, der Paketdienst, der uns dieses Event vor die Tür gelegt hat, soll das Event dann auch bitte weiterreichen an alle anderen. Es läuft die ganz normale Ereignisverarbeitung weiter. Wir kriegen es einmal zum Gucken und mit False sagen Sie, bitte so weiter tun, als ob nichts gewesen wäre. Ich lausche hier nur. Sie können das Ereignis auch stoppen, wenn Sie dann True geben an der Stelle. Dann wird dieses Ereignis nicht weiter verarbeitet. Mal sehen, wir müssten jetzt tatsächlich jedes Ereignis in dem Label sehen, ne? Okay, Sie sehen, das ist natürlich nicht sehr geradeaus, nicht total aussagekräftig, was da jetzt steht. Da steht jetzt nur einfach Q-Event. Es steht, wenn man das mit STR ausgibt, einfach der Typ. Aber es kommt tatsächlich an. Und ich kann auch weiter klicken. Also man müsste es noch ein bisschen raffinierter machen, dass auch die Details von diesem Ereignis dann da oben tatsächlich stehen. Der Typ, genauer, was für eine Sorte das ist. Müsste man jetzt in die Doku gucken. Oder tun wir es sogar gerade mal. Wir gucken mal gerade in die Doku. Sie sehen das als Q-Events. So, die Doku sagt, wir nehmen mal Event.type, um zu erfahren, was für eine Sorte Ereignis das denn eigentlich ist. Sehen Sie, was da fehlt? Das sieht doch komisch aus. Build in Method Type of. Sieht doch eher komisch aus. Sehen Sie zufällig, was da faul ist? Ja, es ist kein Funktionsaufruf. Da muss natürlich Klammer auf Klammer zustehen. Probieren wir es nochmal. Oh, na so schön. Sehr schön. 184 ist der Ereignistyp. Sehr hilfreich. Wenn Sie klicken, ist der Ereignistyp 12. Sehr gut. Offensichtlich passiert irgendwas, aber das ist natürlich nicht das, was ich jetzt erhofft hatte. Also Sie kriegen Zahlen, nicht? Die Ereignistypen sind einfach Zahlen. Die sind nach Zahlen durchdekliniert. Das ist also nicht so hilfreich, aber man sieht immerhin, es passiert was. Wir können gerade noch mal das mit dem False ausprobieren. Sie haben gesehen, eben konnte ich klicken und es ging weiter. Wenn ich hier True sage bei dem Filter,
Uiuiui, dann geht ja wirklich gar nichts mehr. Es kommen also schon die grundlegenden Ereignisse gar nicht an. TU stoppt die Verarbeitung der Ereignisse. Also Sie kriegen dann ein Ereignis vor die Tür geliefert und wenn Sie sich nicht drum kümmern, kümmert sich auch sonst keiner drum. Und mit False sagen Sie an der Stelle: Ich habe das Ereignis gekriegt, aber kümmere du dich mal weiter drum. Das sagt hier False. Also Sie können dann je nachdem, was passiert, wenn Sie feststellen, das war ein Mausklick hier oder da, oder jemand hat gerade seine Kreditkarte eingegeben, wie auch immer, dass Sie sagen: Oh, Kreditkarte eingegeben, die möchte ich haben und den Rest mache ich dann selber. Je nachdem, was Sie da sehen an dem Ereignis, können Sie sagen: Mach dasselbe, was du sonst gemacht hättest mit dem Ereignis, mit False, oder ich übernehme ab dieser Stelle mit True, wenn Sie da True zurückgeben. Okay, vielleicht kann man ein bisschen was anders darstellen. Ich würde Folgendes ausprobieren, dass wir nur die Ereignisse nehmen, die Mouse-Moves sind. Das muss also dann ein If werden. So ein Ereignis, ja, das haben Sie jetzt schon gesehen, hat einen Typ. Netterweise muss ich jetzt nicht nach der Nummer gucken. Es gibt einfach eine Auflistung, Q-Event, und da kann ich nachgucken, Mouse-Move. Ah, sehen Sie, das ist doch sehr interessant, was es alles in Ereignissen geben kann. Oh, Schreck. Mouse-Button-Press, Button-Release, Mouse-Move ist das spannend. Den Doppelklick, alles, was man gerne so hätte von der Maus. Mouse-Move, den möchte ich gerne. Wenn das Event von diesem Typ ist, und Sie haben gesehen, das war also anscheinend Hund Nummer 123, dieser Typ, oder was auch immer das war, ich habe es vergessen. Wenn das Event von diesem Typ ist, dann gebe ich doch mal die Koordinaten aus zum Beispiel. Dann weiß ich nämlich, das Event von diesem Typ hat eine x-Koordinate und, sag ich mal so, hat eine y-Koordinate. Dann kann ich mir die Koordinaten doch mal ausgeben lassen. So, bis dahin. Er meckert. Warum meckert er? Nein, er meckert nicht mehr. Okay. Also. Das sieht haarsträubend aus, aber es ist hoffentlich nach 2 Minuten Überlegen nicht ganz unklar. Tracker ist die Stelle, an der das System alle Ereignisse abliefern soll bei mir. Und wie wird abgeliefert? Das ist sozusagen die Türklingel hier. Diese Methode EventFilter ist sozusagen die Türklingel. Der Mensch mit dem Päckchen klingelt an der Tür. Diese Funktion wird aufgerufen, diese Methode wird aufgerufen. Und hier kriege ich übergeben, was denn gerade angesagt ist, welches Ereignis, an wen hätte es gehen sollen. Und self ist einfach nur ein Verweis auf dieses Tracker-Objekt selbst, was Sie in anderen Sprachen nicht schreiben würden. So, wir sind hier in der Methode drinnen. Wir prüfen, ist denn das jetzt auch ein Mouse-Move, was uns interessieren würde? Wenn ja, stricken wir das hier zusammen mit X und Y und geben das in das Label aus. Und egal, was es war, sagen wir dem Postdienst an der Tür: Das Päckchen geht seinen üblichen Gang. Ich habe geguckt, aber das Päckchen geht seinen üblichen Gang. Ich übernehme das nicht selbst. Das Ereignis soll weiterverarbeitet werden wie üblich. Wow. Das heißt, jetzt müsste man tatsächlich XY sehen. In Kurzfassung gesagt. Da ist XY. Also ich lausche jetzt ganz dreist in einem fremden Fenster. Hier ist das Fenster vom Browser. Ich lausche jetzt hier in einem fremden Fenster und kriege die Koordinaten mit. Die muss ich nachher speichern. Sie sehen ein erstes Problem, wenn man hier scrollt, ist weiterhin links oben 0,0. Also wenn man das richtig machen wollen würde, müsste man jetzt irgendwie noch mitkriegen, wo denn dieser Scrollbalken gerade steht, oder man müsste mitkriegen, was denn das innere Fenster ist. Wir haben jetzt das Äußere, was heißt das Äußere, diesen Gesamtbereich mit Scrollbalken. Da ist links oben 0,0. Aber bei diesem inneren Bereich, der weiß ist, ohne die Scrollbalken, ist hier oben ja nicht 0,0, sondern Y, keine Ahnung, gleich 198 oder sowas. Man müsste noch ein bisschen weiter graben, dass man den inneren Bereich kriegt, aber das führt jetzt ein bisschen weit. Also wir kriegen jetzt tatsächlich XY. So kriegen Sie XY. Der nächste Schritt wäre jetzt, diese Daten aufzuzeichnen. Also wir kriegen tatsächlich XY, wir können die Zeit nehmen, das haben Sie auch schon gesehen. Time Clock. Damit gab es die Zeit zum Beispiel. Und diese Daten zeichnen wir jetzt einfach auf. Wie würden Sie die aufzeichnen auf einem normalen System? Wenn Sie in C wären oder in Java, wie würden Sie jetzt diese ganzen XY-Zeitdaten aufzeichnen? Wie würden Sie die ablegen? Ja, das kommt in ein Array. Und in Python ist das eine etwas andere Geschichte. In Python gibt es Listen.
Das ist ganz lustig, was man machen kann. Also ich sage einfach mal zum Beispiel, Track soll jetzt meine Variable sein, in der eine Liste steht, in der diese ganzen Ereignisse landen, die ich da aufgezeichnet habe, x, y, Zeit. Ich sage auch nochmal eine leere Liste. Das ist alles sowas von freundlich im Verhältnis zu den Sprachen, die Sie sonst so gesehen haben. Mache mal eine leere Liste und dann schmeiße ich alles jetzt in diese Liste rein. In diese Liste wird dann Eintrag um Eintrag stehen, xy Zeit in xy Zeit. Immer so ein Block, so ein Dreierblock reingeschrieben als ein Eintrag in diese Liste. Und keine große Überraschung, Track soll also der Name der Liste sein. Da kommt schon als erste Funktion Append. Wir sehen Count, Index, Insert, Pop, Remove, das sollte alles irgendwie Sort, das sollte alles irgendwie schon so ein paar Synapsen antriggern im Hirn. Append ist wohl das, was wir brauchen. Anhängen, an die Liste was anhängen. Jetzt könnte ich einfach einen X-Wert anhängen. Das hier wäre der X-Wert, wenn ich den X-Wert anhängen wollen würde. Aber ich möchte drei Sachen auf eins einmal anhängen. Ein Triple, ein geordnetes Triple, drei Sachen auf einmal anhängen, als ein Eintrag. Jeder Eintrag hat dann drei Sachen drin. Ich möchte Event X anhängen. Ich möchte, das wird gleich noch fertig werden, ich schreibe es erstmal rein, was ich anhängen möchte. Ich möchte Event Y anhängen. Und ich möchte Time Clock anhängen. Das war ja der Zeitnehmer, der mir sagt, wie viele Sekunden seit dem ersten Aufruf von Time Clock verstrichen sind. Jetzt kommt eine Python-Besonderheit. Ist auch nichts, was man jetzt fürs Leben unbedingt wissen muss, aber was interessant als Hintergrund ist, was alles so geht mit den richtigen Programmiersprachen. Sie können sagen, ja okay, dann machen wir da eben ein Triple draus. Wenn sich jemand an Mathematik erstes Semester erinnert, geordnete Paare, geordnete Triple, Sie machen Klammern drum, setzen Kommatas dazwischen, genau wie in der Mathematik, und dann ist es ein geordnetes Triple und damit fertig. Also ich kann einfach sagen, packe diese drei Sachen zusammen, die x-Koordinate, y-Koordinate, Kommas dazwischen, Klammern drum, dann ist es ein Triple. Mit zwei Zeilen sind Sie dabei. Hier sage ich, richte mir eine leere Liste ein. Das ist eine leere Liste. Und hier sage ich dann jedes Mal, wenn nötig, hänge an diese, am Anfang leere Liste, hänge an das, was du bisher eingesammelt hast, hänge ein Triple an, runde Klammern, hänge da ein Triple an aus diesen drei Zahlen an diese Liste. So einfach kann das sein und gleich nach der Pause werten wir diese Liste aus. Das könnten wir gerade noch tun. Wir könnten uns noch anzeigen lassen, wie viel wir denn eingesammelt haben. Ich könnte hier oben noch hinterhängen plus die Länge von dieser Liste. Length, Track. Dann nochmal Klammer zu. Und natürlich nochmal Leerzeichen dazwischen, sowas. Dann weiß ich, wie viel ich bisher eingesammelt habe. Eins weniger, ich bin ja in der nächsten Zeile dabei, den nächsten einzusammeln. Ich sollte die beiden austauschen, damit es auch vernünftig ist. Sorry, die beiden tausche ich mal aus. Ich hänge erst xy-Zeit an meine Sammlung dran und dann hier in dem Label schreibe ich tatsächlich nochmal xy und wie viel habe ich bisher eingesammelt? Die Länge so einer Liste. Längen und dann Klammern und der Name der Liste. Das müsste man jetzt wachsen sehen, wenn es funktionieren täte. Was habe ich da vergessen? Ja, hier kommt wieder Java und C-Sharp durch. Cannot concatenate string and int objects. Die Länge ist eine ganze Zahl und Python will die nicht anhängen, plus will die nicht an eine Zeichenkette anhängen. Sie müssen erst sagen, das soll bitte eine Zeichenkette werden, diese Zahl. So. Das ist in Java und C-Sharp und anderswo anders. Okay, da sehen Sie, wie er mitzählt. Bisher habe ich also 175 Ereignisse und so weiter. Da kommt was zusammen. Und die landen jetzt hoffentlich automatisch auch alle in dem Array. Das gucken wir uns nach der Pause weiter.